Wir kennen die italienische, die französische und die deutsche Buttercreme. Heute will ich die deutsche Buttercreme mit Pudding vorstellen. Viel Spaß! Für die Buttercreme benötigen wir Milch, Speisestärke oder Puddingpulver, Eigelb oder Eier, Kokosfett, Butter bis zu 500 Gramm, Vanillezucker und Zucker nach Bedarf, je nachdem, wie süß es sein soll. Pudding kochen kann jeder, brauche ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Ich koche es gerne mit Speisestärke, weil ich das künstliche Vanillearoma im Vanillepuddingpulver nicht mag. Vanillezucker stelle ich ja selbst her und ich finde, es ist einfach besser. Ja, und dann weiter zur Buttercreme. Die Creme, der Pudding wird etwas fester gekocht, also ein ganzes Päckchen Vanillepudding auf einen halben Liter Milch reicht nicht ganz, sollte ungefähr eineinhalb Päckchen sein. Er sollte fester sein, damit die Buttercreme auch ein Gerüst bekommt. Ohne Gerüst fällt die Buttercreme zusammen und kann demzufolge nicht luftig aufgeschlagen werden. Also Milch aufkochen, aufgelöstes Puddingpulver rein, Speisestärke. Nicht Puddingpulver, hallo. Und dann einen Pudding kochen, diesen dann abfüllen und abdecken und einen Tag stehen lassen bzw. auskühlen lassen, bis er vollständig kalt ist. Die Butter dazustellen, damit die auch Zimmertemperatur bekommt. In den Bildern jetzt schon weit voraus, aber über Pudding und Buttercreme gibt es so viel zu erzählen. Und wie gesagt, das Kochen kann das ja schon jeder. Der kalte Pudding wird dann durch ein Sieb gestrichen, damit er schön fein ist. Und dann kommt die weiche Butter dazu. Auf einen halben Liter Milch rechnet man circa im Grundrezept 500 Gramm Butter. Ich versuche es mit etwas weniger und da kann man immer dann noch etwas dazugeben, Butter, wenn es der Geschmack nicht so behagt. Auch kann Flüssigkeit noch dazu gegeben werden zur Buttercreme. In meinem Fall nehme ich etwas Kirschwasser, weil ich die anschließend für eine Kirschtorte brauche. Kann auch Fruchtsaft oder Mokka-Likör oder doppelter Mokka sein, beziehungsweise Espresso für eine Mokka-Creme, auch Nougat, Nutella oder Haselnüsse ist eine Möglichkeit, um Geschmack in die Buttercreme zu bekommen. Sollte die Buttercreme etwas zu fest sein, einfach den Kessel im Waschbecken in warmes Wasser stellen. Außen anwärmen und dann weiterrühren die Creme, dann wird sie wieder schön homogen. Wichtig ist, dass die Buttercreme richtig schön locker aufgeschlagen wird. Das wird ja auch durch das Kokosfett, durch die Zugabe von den 50 Gramm Kokosfett gut unterstützt. Kokosfett hat einen sehr zarten Schmelzpunkt, besteht aus 100% Fett und kann somit die Luft sehr gut einschließen. Wie ihr seht, ist die Buttercreme wunderbar weich und locker aufgeschlagen. Ich hoffe, dass ich auf die Schnelle so viel wie möglich erklärt habe. Jetzt kann ich nur noch gutes Gelingen wünschen und frohes Schaffen. Wenn dir mein Film gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen da, nach oben natürlich, oder abonniere mich. Auch über jeden Kommentar bin ich dankbar und nach Möglichkeit beantworte ich ihn. Tschüss.